Guten Abend, willkommen zum Arte-Journal. Heute mit diesen Themen. Ukrainischer Oligarch verhaftet. Ihm werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Weder Toilette noch Trinkwasser. In Rumänien sind rund 40% der Bevölkerung nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Und Pariser Vorstadt als Comic. Das neue Werk der preisgekrönten Französin Chloé Vary. Der Kampf gegen Korruption nimmt Fahrt auf in der Ukraine. Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten Verhaftungen oder Entlassungen gegeben. Jetzt traf es den Oligarchen Ihor Kolomoyskyj, ein Milliardär mit zweifelhaftem Ruf. Früher hatte er Präsident Zelensky gefördert, doch der nutzte den Fall für eine demonstrative Botschaft. Wer das Land ausraube, werde damit nicht mehr durchkommen. Marina Mekavi. Bayerns Ministerpräsident hält an seinem Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger fest. Beschämend, so nannte Zyperns Präsident gestern die Bilder aus der Küstenstadt Limassol. Freitagabend hatten rund 500 Menschen Migranten angegriffen, Steine und Brandsätze auf ihre Geschäfte geschleudert. Gestern Abend dann die Gegendemonstration unter dem Motto »Zerschlag den Faschismus«. Heute patrouillierte Polizei in der Stadt. Die Lage bleibt angespannt. Boris Petzold. Was für eine Schreckensnachricht. Dutzende Schulen in Großbritannien sind einsturzgefährdet. Sie wurden zwar geschlossen, aber für tausende Schülerinnen, Schüler und Eltern war das ein paar Tage vor Schulbeginn ein schwerer Schlag. Viele werden wahrscheinlich mit einem mulmigen Gefühl ins Klassenzimmer gehen. Mehr als 150 Schulgebäude. Es ist schön, auch mal eine positive Nachricht zu verkünden. Im Senegal wurde eine stillgelegte Zugverbindung reaktiviert, um Pilger zu einer der weltweit größten religiösen Feiern zu transportieren. Die Strecke zwischen den Orten Thiès und Touba ist gerade mal 130 Kilometer lang. Dafür gibt es WLAN an Bord. Zudem muss man wissen, das Netz ist zwar gut ausgebaut, aber seit Jahren fahren keine Züge mehr. Erst seit 2 Jahren gibt es immerhin einen Expresszug von der Hauptstadt in einen Vorort. Optimisten sehen jetzt das Revival der Eisenbahn im Senegal heraufdämmern. Jasmin Astakibadi. Es ist Zeit für unseren Europaschwerpunkt. Diesmal geht es nach Rumänien. Wer hätte gedacht, dass es in dem Land ein Toilettenproblem gibt? Oder genauer gesagt, ein Problem mit dem Abwassersystem. Erschreckend häufig kommt weder Wasser aus dem Hahn, noch lässt sich Dreckbrühe einfach in ein Rohrsystem wegspülen. Und das im Jahr 2023. Zum Stand der Dinge ein paar Zahlen. Aber wie kann das sein? Immerhin hatte Rumänien 15 Jahre Zeit dafür, seit dem Beitritt zur EU. Jetzt droht dem Land deswegen sogar eine Klage der Europäischen Union. Klar, Rumänien ist nicht reich, mehr als ein Drittel der Menschen sind armutsgefährdet. Auf der anderen Seite läuft die Wirtschaft gar nicht schlecht, mit ordentlichen Wachstumsraten. Und es gibt Hilfen aus EU-Fonds. Es passiert nicht alle Tage, dass eine Comic-Autorin mit ihrem Erstlingswerk über Nacht bekannt wird. Der Französin Chloé Vary ist das vor 2 Jahren passiert. Und entsprechend hoch sind die Erwartungen an ihr zweites Werk. Vor einigen Tagen ist es in Frankreich erschienen. Es heißt Rosinjizu und spielt in einer fiktiven Pariser Vorstadt. Chloé Vary weiß, wovon sie spricht. Sie lebt selber in einem solchen Vorort. Bertrand Lutt hat sie besucht. Das war's von uns für heute. Gleich geht es weiter mit Modemacherinnen in einem der ärmsten Länder der Welt, Sierra Leone. Doch sie lassen sich nicht unterkriegen. Sehen Sie selbst in Georeportage. Morgen ist Caroline Höfchen wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen sonnigen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.